Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und zwar mit dem neuen Demon Hunter Video mit dem besten Bild dafür. Es handelt sich hierbei wieder um diesen kleinen Wirbelwindbild mit dem Natalia Set vom Demon Hunter und die Modifikationen durch Kanais Würfel. Können wir hier nochmal einen anständigen Damage Push raus, und wie ihr seht, sind wir gerade in einem 45er Wurf. Wir wirbeln einfach durch die Gegner, lassen unseren Rachehagel niederprassen, und es wird einfach alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, mehr oder weniger zerlegt. Wir haben noch ein paar Prozente, das letzte Pack, den letzten Mob befordern. Der Rift Guardian kommt, also nochmal zur Erinnerung, Rift 45 entspricht der neuesten höchsten Schwierigkeitsstufe, und zwar ist das Qual 10. Hier haben wir jetzt den Boss. Wir machen den ersten Cast, wie ihr seht, 50%, warten bis Rachehagel ready ist, casten das zweite Mal, Boss down. Das habt ihr jetzt richtig gesehen, wir fahren für euch nochmal den Speed runter, dann seht ihr es auch nochmal mit 50% Geschwindigkeit. Also wir drehen die ersten Runden, schauen, dass unsere Buffs aktiv sind, machen den ersten Cast, ihr seht, es hittet 4 Milliarden, machen den zweiten Cast, und ganz rechts oben, ihr könnt ihr erkennen, ein 25 Milliarden Treffer, mehr muss ich dazu wohl nicht mehr sagen. So, Freunde, und nach diesem doch glorreichen Einstieg geht gleich mal direkt wieder auf die Fähigkeiten des Builds für den Dämonenjäger. Wie ihr seht, wir nehmen als Primärfähigkeit Ausweich mit Fokus einfach als Hassregenerierung, und damit wir einem unserer Ringe brocken, denn wir spielen ja mit Fokus und Zurückhaltung. Danach haben wir Speerfeuer mit Raketensturm, wo wir praktisch dann mehr oder weniger immer so zwischen den Mobs hin und her wirbeln, damit wir auch immer in Bewegung bleiben. Rauchwolke mit aus den Augen, auch ganz wichtig, denn wie ihr seht, kann ich das während meiner Bewegung noch aktivieren und habe somit die Möglichkeit, von den Packs wegzukommen. Danach Gefährte mit Wolfsgefährte, das habe ich jetzt drinnen als Damage Boost. Solltet ihr vor allem am Anfang, solltet ihr dort Hassprobleme haben, könnt ihr das gerne gegen Rache mit der Rune Groll austauschen. Einfach aus dem Grund, ich mach's mal an, damit euer... So, das war die falsche Taste. So, Groll, damit euer Hasslevel eben wieder sehr schnell steigt. Denn dann könnt ihr praktisch, während das, während Groll aktiv ist, da habt ihr gar keine Chance, so schnell euren Hass rauszupassen. Danach, wie ihr schon gesehen habt, Rachehagel mit Schattensturm, das ist auch unser Damage Skill, also darauf baut der gesamte Spec auf, dass wir hier mit Rachehagel sehr, sehr starken und vor allem sehr schnell oft hintereinander Schaden machen. Denn ich zeige es euch mal, wenn ihr Rachehagel einschlagen lasst, habt ihr genau ein 5 Sekunden Zeitfenster, damit bis das nächste Rachehagel wieder ready ist. Und daher ist es auch sehr wichtig, ich greife mal kurz vor, auf dem Gear, also auf euren Items, Abklingzeitreduktion drauf zu haben, und zwar überall, wo es nur geht, damit es gewährleistet wird, dass die Rachehagel Skills ineinander greifen, damit wir eben den Damage Bonus, welcher über das Set kommt, die 400% mehr, immer wieder mitnehmen. Also dass nicht das bei 0 startet, sondern immer wieder mitgenommen werden muss. Daher ist hier CDR eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Danach noch Vorbereitung mit Konzentration, einfach damit wir unsere Disziplin wieder hochkriegen, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Da wir ja öfter Rauchwolke spammen müssen, haben wir das Problem, dass natürlich unsere Disziplin auch sehr schnell nach unten geht, und daher nochmal ein Talent, um die wieder nach oben zu ziehen. So, jetzt mal bei den passiven Fähigkeiten. Bewusstsein eh klar, damit man einmal frei sterben kann. Danach eben Hinterhalt, das ist so für den First Hit, wo die Gegner noch 100% Damage haben, damit sie nochmal richtig hart reinknallt, und wie ihr es vorhin gesehen habt, es knallt auch wirklich richtig hart rein. Dann ruhige Hand. Das sieht jetzt vielleicht so aus, okay, 10 Meter entfernt, wir wirbeln ja um die Gegner, aber das geht sich schon aus, dass ruhige Hand hier gebrockt wird. Und dann, was wahrscheinlich noch ein bisschen ungewöhnlich ist, ist Auslese, dass verlangsamte Gegner 20 und unterkühlte Gegner 20% mehr Schaden kassieren. Warum das Ganze, das verrate ich euch dann gleich, beziehungsweise mit Kanais Würfel, denn wir schaffen es über Kanais Würfel, dass wir Auslese immer getriggert haben, und somit ist es hier einfach die beste Wahl, nochmal 20% mehr Schaden zu verursachen.
So, und jetzt aber über zu dem wichtigen Teil, den benötigten Items. Wie ihr es schon wisst, ein volles Natalia-Set ist natürlich essentiell, weil wir hier die Set-Boni brauchen, sprich den 2er, 4er und 6er. Denn damit haben wir die Möglichkeit, dass wir erstens mal mehr aushalten und zweitens natürlich den enorm hohen Damage Boost bzw. Damage Gain. Danach haben wir auch ein Höllenfeuer-Amulett dann mit der Passive. Leichte Beute ist auch sehr gut, weil es einfach nochmal ein Damage Boost ist. Könnt aber alternativ, ich habe es hier noch, ein Resi-Amulett nehmen, was natürlich auch nicht schlecht ist, vor allem für den Greater Rift, wenn das gut gerollt ist, so wie das ungefähr, dass alles oben ist, was wichtig ist, eben Crit-Damage und der Elemental-Schaden, dann auf jeden Fall eine Alternative, so ein Elemental-Ding zu nehmen. Danach noch eine Natalias Abschlachter, eben auch für den Set-Bonus benötigt ihr einmal die Natalia-Waffe, jetzt ganz wichtig, die Waffe benötigt ihr immer, da der Schaden von Rachehageln nochmal zusätzlich erhöht wird, kann sogar bis zu 25% geschehen und auf die Waffe müsst ihr unbedingt Abklingzeit raufrollen, wie es vorhin schon erwähnt ist, damit der Rachehagel ineinander greift. Ganz wichtig bei den Sachen eben die Abklingzeit mit draufzurollen. Als Offhand Passfeuerwerfer, und zwar aus dem Grund, gibt uns nochmal bis zu 20% mehr Feuerschaden, auch wieder mit Abklingzeit draufgerollt, also solltet ihr hier auf jeden Fall machen. Ihr könnt aber noch statt dieser Waffe hier noch eine relativ gute gerollte Katastrophe nehmen, die bleibt dann nochmal totgeweiht auf die Mob, sobald er drauf schießt, also Totgewalt gibt auch nochmal 20%, also die zwei Sachen nehmen sich jetzt nicht so viel, das einzige, wo es einen Unterschied macht, ist dann im Gruppenspiel, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein, und dann natürlich Zurückhaltung und Fokus als Ringe, und deswegen brauchen wir auch hier unten den Ausweichschuss mit Fokus, einfach damit wir in dieser Kombination beide Ringbuff aktiv haben und somit zweimal 50% mehr Damage machen. Ich habe dann auch noch die neuen Armschienen drin, und zwar Wickeltuch der Klarheit, dass wenn immer zwischendurch, dadurch, dass wir ohnehin unseren Fokusring weiterhin gestackt haben müssen für die 50%, denn der hält ja auch 5 Sekunden, ergänzt sich das sehr gut mit den Handgelenken, da die werden dann auch immer refreshed, und so overall kann man mehr oder weniger sagen, da leiden wir einfach 33% weniger Damage, da wir es ja immer wieder aktiv haben, und nochmal 30% weniger durch das Set, also das ist dann schon mal einiges, was man hier mehr oder weniger als Schaden rausnehmen kann. Und dann natürlich noch last but not least das wichtigste Item, Hagelsturm, und hier bei dem Item das absolut wichtigste ganz unten, Rachehagel beschwört zusätzlich einen vom Himmel fallende Bestie, die bis zu 4000% Waffendamage verursacht, und wenn ihr jetzt schon Rachehagel aktiv habt, dann habt ihr ja unten den Damage Buff von 400%, und wenn dann anschließend ein Tag getroffen wird, daher kommen die hohen Zahlen, ihr werdet dann später auch nochmal gegen die Kämpfe, gegen die Rift Boss sehen, also hier gehen Zahlen raus, das habt ihr noch nicht gesehen, teilweise über 20 Milliarden brockt hier dieser Ding, also das ist halt absolut enorm, und das macht auch den enorm hohen Schaden der gesamten Skillung aus. So, und jetzt aber mal auf zum Würfel. Mal schauen, was wir hier denn in den Würfel so reingelegt haben. Wie ihr schon seht, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen, naja, ich sag's mal, komisch aussieht. Wir haben Donnerzorn im Würfel, beziehungsweise den Effekt von Donnerzorn. Klingt jetzt, als wäre mir nicht ganz klar in der Birne, sage ich mal, aber es ist ein essentielles Spielelement, hier mit Donnerzorn zu spielen, und zwar genau aus dem Grund, dass wenn es getroffen wird, gibt es eine Chance eben, dass ein Blitz zwischen die Gegner hin und her springt, der Waffendamage, der durch den Blitz verursacht wird, ist alles vernachlässigbar, das einzige, was uns interessiert, ist, dass ein Gegner, der getroffen wird, die Bewegungsgeschwindigkeit sich reduziert, und 30% ist jetzt vielleicht nicht so viel, reicht aber aus, dass wir unseren Passiv Auslese procken und zusätzlich noch auch unseren Verderbten der Gefangenen. Das bedeutet also, mit dem Passiv bzw. mit der Fähigkeit von Thunder Fury, also von Donnerzorn, aktivieren wir Passiv sowie Edelstein, und dadurch, dass wir uns ja immer zwischen die Gegner durchwirbeln und alles hitten, haben wir auch eine sehr, sehr hohe Uptime von dem Ganzen. Das nächste
sehr, sehr wichtige Item auf dem Rüstungsslot ist Hexenhosen. Die Hexenhosen geben uns nochmal 25% mehr Schaden. Daher, es dauert ein bisschen, bis ihr das in Kombination drauf habt, dass ihr praktisch in der Bewegung kurz einen Rachehagel macht und dann gleich wieder weiterrollt, eben für mehr Damage. Und dann natürlich noch Zusammenkunft der Elemente. Ihr habt es eh schon gesehen, unten der Elemental-Ring, der immer weitergeht, nochmal bis zu 200% mehr. Die ganze Skillung ist jetzt auf Feuer ausgelegt und die ganz hohen Crits und der enorme Schaden kommt dann eben von den Elemental-Ring Feuer in Kombination mit Fokus und Zurückhaltung aktiviert, wenn dann der Rachehagel einschlägt. Also dann ist wirklich over, dann werden auch Rift Guardians über 50 einfach mit 2-3 Angriffen zerrissen, also zerlegt reicht gar nicht mehr, sie werden wirklich komplett zerrissen. Und das, was ich vorhin noch meinte mit der Katastrophe, sobald ihr in das, also ihr könnt im Singleplay diese Konfiguration spielen, dass ihr die Katastrophe mitnehmt und dann für hier das Donnerzorn habt. Was ihr aber ganz sicher nicht haben wollt, ist diese Konfiguration im Gruppenplay. Also wenn ihr hier in dem Vierer Greater Rift zum Beispiel unterwegs seid, dann wechselt ihr wieder auf den Hassfeuerwerfer und nehmt hier als Waffen-Passive den Effekt von der Katastrophe, denn dann wird es ja auf alle Mobs gespreadet, sobald ihr angreift, und euer Team profitiert natürlich auch davon. Und daher, also im Gruppenplay ist die Katastrophe im Würfel und der Hassfeuerwerfer einfach, beziehungsweise der Hassfeuerwerfer ist bei euch ausgerüstet, und im Soloplay müsst ihr es dann so machen. Also im Soloplay darf das Donnerzorn nicht fehlen, einfach aus dem Damage Gain von dem Effekt, was es auf die Gegner anrichtet. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was denn der stärkste Dämonenjäger-Build so mit den einzelnen Rift-Bossen macht. Wie ihr seht, wir schießen noch ein paar Mal. Der Rift-Boss ist da, es handelt sich um Orlesh, eigentlich ein sehr, sehr nerviger Boss, weil er sich unter anderem ja splittet und dann diesen verdammten Strahl macht. Aber wenn er in zwei Schüssen umkippt, ist es natürlich mehr oder weniger überhaupt kein Problem. Und jetzt switchen wir mal ganz nach oben, und zwar auf einen 52er Rift. Wie ihr seht, sind wir schon ein bisschen gelb, denn da kommt schon ganz ein anderer Schaden rein. Und hier haben wir den Rift Guardian, die ersten Einschläge von unseren Rachehagel bzw. eben Rachesturm schlagen ein. Hier war ein guter Crit dabei, er tickt runter, wir drehen ein paar Runden, schießen nochmal, und somit haben wir auch in wenigen Sekunden einen 52er Guardian einfach nur zerlegt. So, Freunde, und mit den sterbenden Rift Guardians sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, es ist klar, wie der ganze Build zu spielen ist. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder auch Vorschläge, ab damit in den Kommentaren. Sollte euch dieser Spielstil nicht so gefallen mit den Rumwirbeln, habe ich noch eine sehr gute Alternative für euch in Kombination mit dem unheiligen Essenz Set und der neuen Waffe, die es jetzt mit Patch 2.3 gibt. Ich sage nochmal so viel, Mehrfachschuss auf Dauerfeuer sozusagen, also solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, sieht sehr interessant aus und macht vor allem auch sehr, sehr viel Schaden. Und jetzt noch eine wichtige Aufgabe für euch, vergesst mir nicht das Video zu liken, denn ich bin ja ein kleiner Daumen nach oben Sammler, und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, den Channel zu subscriben, damit ihr auch früh genug informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt, wenn es ein Farmvideo gibt oder auch, wenn ich Leute suche, die mit mir ein bisschen in Diablo 3 farmen wollen.